Ich finde es immer ganz besonders cool, wenn bei einem Buch der erste und der letzte Satz stimmig sind, reinhauen und einfach passend sind. Was ich genau damit meine und inwiefern das hier zutrifft, seht ihr nach dem Intro. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade auf diesem Kanal Buchvorstellungen, aber auch eigene Kurzgeschichten hoch. Wenn dich das also interessiert, dann klick doch auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Zum Inhalt erstmal. Es geht um Nadja. Die ist die Person, die am Anfang mit dieser Panikattacke zu kämpfen hat. Sie hat so ein bisschen eine Vergangenheit, die man am Anfang noch nicht so durchblicken kann. Irgendwie hat sie es nie so geschafft, ein normales Leben zu führen, wie sie es gerne hätte. Sie hat es immer bewundert bei anderen Leuten, die einfach ein normales Leben haben. Und sie hat einfach so ein richtig troubled life, so immer ein Schicksalsschlag nach dem anderen, eine schlimme Sache nach der anderen ist hier passiert und am Anfang hat man dann noch nicht so wirklich einen Überblick, was das genau war und dann wird sie eben in einen Mord verwickelt, was natürlich für sie dann nochmal so ein Schicksalsschlag ist, aber sie lässt sich da auch so ein bisschen rein verwickeln, weil sie hofft dadurch so ein bisschen ein normales Leben zu bekommen, was sich jetzt erstmal sehr skurril anhört, aber lasst euch einfach überraschen. Ja, was meine ich mit diesem ersten und dem letzten Satz? Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch auch so geht oder ob das so eine Spinnerei meinerseits ist, aber ich mag das immer, wenn der erste Satz schon mal so das Thema einleitet, das Thema einfach schon mal aufzeigt und so eine Atmosphäre schon mal bestimmt. Ich kann das hier einfach mal an diesem Beispiel machen. Also wenn ich jetzt mal von einem, ja, sozusagen Prolog absehe, wo quasi nur eine Seite so ein kleiner Brief ist, der auch schon was hat. Da möchte ich jetzt aber nichts draus vorlesen. Wenn ich dann, wo das Buch richtig losgeht, den ersten Satz vorlese, dann ist das: Eine Panikattacke ist Stehen am Rand einer weißen Klippe. So, ey, dieser Satz, der ist doch gut, oder? So, man wird hier gleich schon mal introduced in dieses Thema. Es geht scheinbar um dieses psychische Thema von einer Panikattacke und das wird mit dieser Metapher, mit dem Stehen am Rand einer weißen Klippe total gut dargestellt und man hat direkt diese Atmosphäre, die einen das ganze Buch über so ein bisschen begleitet und weiß einfach schon so ein bisschen, worum es geht. Und es zeigt auch, dass die Figur, um die es hier geht, so ein bisschen eine Backstory einfach zu haben scheint. Und das gefällt mir einfach immer gut. Den letzten Satz aus dem Buch lese ich jetzt natürlich nicht vor, aus Spoilergründen, aber auch bei dem gefällt es mir immer richtig gut, wenn der nochmal so ein Fazit setzt. So, das Ende von dem Buch ist ja weitaus länger als so ein letzter Satz, so eine Auflösung passiert über Seiten, bla bla bla. Aber dieser letzte Satz, der setzt nochmal ein Fazit. Der rundet das Ganze ab und kann auch irgendwie so alleine nochmal im Raum stehen bleiben. Mir ist das jetzt so gegangen, also es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber gerade habe ich den letzten Satz nochmal gelesen und habe mich nochmal so sehr in diese Thematik und die Atmosphäre reinfühlen können. Nur anhand von diesem letzten Satz, der nochmal so ein Bam-Gefühl ausgelöst hat bei mir, als ich das gelesen habe. Und damit bin ich jetzt schon bei der Thematik von dem Buch allgemein, abgesehen von dieser Ding, Panikattacken hier, die da vorhin erwähnt wurden, geht es ganz viel um Liebe, Familie, Freundschaft und aber auch um Schuld. So, wer ist schuld und was ist Schuld überhaupt? Es gibt ja da verschiedene Aspekte von. Also es gibt hier die rechtliche, also die gesetzliche Schuld und dann gibt es vielleicht noch eine moralische Schuld. Ist die irgendwie anders? Also kann jemand sozusagen gesetzlich schuldig, aber moralisch gesehen unschuldig sein oder andersrum? Und das ist total faszinierend und es ist auch total faszinierend zu sehen, dass möglicherweise gut und böse unglaublich nah beieinander sind oder möglicherweise so weit auseinander, dass sie sich irgendwo hinten am Kreis wieder treffen. So, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist schon faszinierend. Das ist so eine Moral, so eine Thematik, so eine Frage, die man sich jetzt schon öfters vielleicht mal gestellt hat, die jetzt nichts Neues ist, aber hier in diesem Buch einfach super authentisch rübergebracht wird. Das ist jetzt kein Buch, wo es auf Krampf irgendwie so eine Thematik gesucht wird, sondern sie ist halt einfach da, die Thematik, und sie wirkt authentisch. Ein Punkt, den ich ein bisschen negativ fand, ist tatsächlich gleichzeitig auch ein Punkt, der mir eigentlich gut gefallen hat, und zwar, dass es am Anfang noch sehr lange ziemlich verwirrend ist. Also ich war mir da anfangs nicht so sicher, ob ich gerade einfach doof bin, irgendwas überlesen habe oder ob das so gewollt ist.
Mittlerweile bin ich mit mir sicher, dass das so gewollt ist und finde das eigentlich ziemlich cool. Und es hat schon auch Spaß gemacht, das so zu lesen, dass man hat so verschiedene Zeitebenen erstmal, man hat verschiedene Figuren, es passieren Dinge, wo man erstmal gar keinen Plan hat, wie das alles zusammenhängt und was diese Leute und diese verschiedenen Zeitebenen miteinander zu tun haben könnten. Dann ist die ganze Zeit von einer Leiche die Rede, wo man sich fragt, was für eine Leiche, wo kommt die her und was haben die Leute damit zu tun? Das hat schon einfach Spaß gemacht. Und es war verwirrend, aber ich glaube, wenn man sich darüber von Anfang an bewusst ist, dass das gewollt ist, dann macht es richtig Spaß, so im Ungewissen gelassen zu werden. Und es hebt sich dann ja auch mit der Zeit auf. Also mit der Zeit erfährt man mehr Dinge und ist mehr in der Geschichte drin, kennt die Figuren, checkt es mit den Zeitebenen langsam. Manche Dinge checkt man tatsächlich erst ganz am Schluss, aber im Großen und Ganzen hat mir das einfach gefallen. Ein negativer Punkt, der mir nur aufgefallen ist, ist die Stelle, die halt auch schon so ein bisschen hier hinten angeteased wird, womit sozusagen ein bisschen geworben wird mit diesem Satz hier: Hab dich! Und jetzt spielen wir. Wir spielen Gericht. So, das ist nur eine ganz kleine Stelle in diesem Buch, wo es darum sozusagen geht. Und das ist auch die einzige Stelle, wo ich finde, das wirkt ein bisschen konstruiert. Ist das jetzt nur dafür da, damit man da hier hinten mit diesem Satz da auf dem Background werben kann sozusagen. Das wirkt nicht so realistisch in der Geschichte, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist nur eine kleine Stelle. Der Rest wirkt einfach gut. Was mir noch gut gefallen hat, war, dass das Ganze zwar ja irgendwie konstruiert sein muss, also es wurde wahrscheinlich nicht einfach drauf losgeschrieben, weil das Ganze arbeitet ja sozusagen schon von vorn bis hinten auf eine Auflösung hin, aber man merkt es dem Ganzen nicht an. Also es wirkt trotzdem authentisch und es wirkt nicht so auf Krampf konstruiert, wie einem das vielleicht manchmal bei Sebastian Fitzek eventuell so geht. Und das hat mir auch gut gefallen und mir hat das Ganze gezeigt, dass in einem Thriller nicht immer unbedingt unglaublich viel passieren muss. Manchmal reichen so eine Atmosphäre und die Figuren dann auch einfach schon, um sehr viel Spannung aufzubauen. Es muss nicht nach jedem Kapitelende ein Plot-Twist kommen, nochmal alles umgeschmissen werden. Das braucht es nicht unbedingt. Und die Thematik ist, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, ist nicht auf Krampf. Also es ist nicht so, bäm, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Thema, eine moralische Frage oder so, eine Überlegung aufstellen auf Krampf, damit es irgendwie noch eine Tiefe hat. Nein, es wirkt einfach authentisch. Es ist eine Geschichte und die hat nun mal einfach diese Thematik, die ist da einfach drin. Es ist wie im realen Leben. Geschichten passieren und über Geschichten kann man nachdenken und philosophieren. That's life. Alles in allem hat mir Martha schläft also sehr gut gefallen. Es ist eine sehr spannende Geschichte, die ich wirklich sehr schnell durchgelesen habe, die nicht so konstruiert wirkt, die gute Charaktere hat, die alle irgendwie eine Backstory haben und gut zusammen harmonieren, sage ich mal, und eine Thematik beinhaltet, die mich beschäftigt hat, die mich interessiert hat und die ebenfalls nicht aufgesetzt gewirkt hat, sondern einfach authentisch, wie im wahren Leben.